Herzlich willkommen zu unseren Top 10 Promi-Skandalen der letzten Dekade. In den letzten 10 Jahren haben viele Promis die Schlagzeilen mit ihren Kontroversen und Skandalen dominiert. Lasst uns einen genaueren Blick auf diese hochkarätigen Fehltritte werfen. Unser Countdown beginnt mit Justin Bieber im Jahr 2014. Der junge Popstar wurde festgenommen, nachdem er das Haus seines Nachbarn in Kalifornien mit Dutzenden von Eiern beworfen hatte. Dieser Vorfall markierte einen Wendepunkt in Biebers Karriere und brachte ihn mit dem Gesetz in Konflikt. Er wurde wegen Sachbeschädigung angeklagt und musste eine Geldstrafe zahlen. Im Jahr 2016 erlebte Kim Kardashian einen Albtraum, als sie in Paris von Bewaffneten ausgeraubt wurde. Die Täter drangen in ihr Hotelzimmer ein, fesselten sie und entkamen mit Schmuck im Wert von mehreren Millionen Dollar. Dieser Vorfall führte zu einer intensiven Medienberichterstattung und erhöhter Sicherheit für Promis. 2009 erschütterte der Golfer Tiger Woods die Welt, als seine außerehelichen Affären ans Licht kamen. Dies führte zu einem öffentlichen Imageverlust und einem vorübergehenden Karriereabbruch. Seine Ehe zerbrach, und er verlor zahlreiche Werbeverträge im Wert von Millionen. Unsere Liste wäre nicht vollständig ohne Lindsay Lohan, die seit 2007 mehrmals wegen Drogen- und Alkoholmissbrauchs verhaftet wurde. Dies führte zu Gerichtsverfahren, Rehab-Aufenthalten und einer Abwärtsspirale in ihrer Karriere. Lohans einst vielversprechende Zukunft in Hollywood geriet aus der Bahn. Ein weiterer schockierender Skandal war der Angriff von Chris Brown auf seine damalige Freundin Rihanna im Jahr 2009. Bilder von Rihannas Verletzungen wurden öffentlich bekannt, und Brown wurde vor Gericht gestellt. Dieser Vorfall hatte schwerwiegende Folgen für Browns Karriere, einschließlich einer vorübergehenden Suspendierung von öffentlichen Auftritten. Kanye West sorgte 2009 bei den MTV Video Music Awards für Furore, als er Taylor Swift mitten in ihrer Dankesrede unterbrach und sagte, dass Beyoncé den Preis verdient habe. Dieser Vorfall führte zu jahrelanger Spannung zwischen den beiden Künstlern und öffentlicher Kritik an Kanye Wests Benehmen. Charlie Sheen sorgte 2011 mit seinen öffentlichen Nervenzusammenbrüchen und exzentrischen Interviews für Schlagzeilen. Er prägte den Ausdruck "Winning" und wurde als Person in Frage gestellt. Seine TV-Show Two and a Half Men wurde abgebrochen, und er geriet in die Schlagzeilen aufgrund seiner problematischen Lebensweise. Im Jahr 2010 geriet Mel Gibson in die Schlagzeilen, nachdem Tonbänder seiner rassistischen Äußerungen an die Öffentlichkeit gelangten. In den Aufnahmen machte Gibson abfällige Bemerkungen über verschiedene ethnische Gruppen. Dieser Skandal schadete seinem Ruf erheblich und er musste sich öffentlich entschuldigen. Amanda Bynes schockierte 2013 die Welt mit ihren verstörenden Tweets und skurrilen Verhaltensweisen. Ihre Tweets reichten von verstörenden Selbstporträts bis hin zu merkwürdigen Anschuldigungen gegenüber anderen Promis. Dies führte zu Spekulationen über ihre geistige Gesundheit und einem öffentlichen Abstieg. Bynes hatte einst eine vielversprechende Karriere in Hollywood. Unsere Liste schließt mit dem tumultartigen Scheidungskampf zwischen Johnny Depp und Amber Heard, der von 2016 an die Schlagzeilen beherrschte. Beide Schauspieler beschuldigten sich gegenseitig der Misshandlung und Verleumdung, was zu einer öffentlichen Gerichtsschlacht führte. Dieser Skandal hinterließ tiefe Narben in beiden Karrieren und sorgte für hitzige Debatten in den Medien. Das waren die Top 10 Promi-Skandale der letzten 10 Jahre. Welcher dieser Fehltritte hat dich am meisten schockiert oder überrascht? Lass es uns in den Kommentaren wissen und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um mehr faszinierende Promi-News zu erhalten.